Schönen Morgen, Leute. Es ist der 1. Mai und erstmal vorab Happy Birthday, JP Performance. Go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. JP Performance ist heute auf den Tag genau 5 Jahre alt. Und ich fahre mit dem Herrn Kubik. Und Herr Kubik und ich werden ab jetzt alles selbst filmen. In diesem Video. Gott sei Dank. Das ist schon süß von Nobby, ne? Ja, guck mal, der Nobby. Soll ich das Video zeigen? Guck mal hier, letzte Nachricht, so ein Herz und so, ne? Also, wenn du hier im Menü bist, drückst du einmal hier oben die Taste, Menü, und dann nimmst du direkt das, was ausgewählt ist. Jetzt hier, fuck, was ist denn das hier für ein Record Setting, und dann kannst du fetten Carporn drehen, Bruder. Puh, Nobby. Danke, Nobby. Wir ziehen los. Nach Frankfurt. Ach so, und hier ganz auf safe, ne? Ein Zettel, das haben wir auch noch beschrieben. Wie das C3 Aufnahme, ja. C2 Zoom und... Das war ja nur, dass wir die Settings ändern für Carporn-Modus. Wir fahren heute mit dem Kubikmobil. Ich habe heute Praktikanten dabei. Mhm. Der Dave. Der hinter der Kamera? Ja. Genau. Okay. Der ist fit, okay, aber nicht so fit. Kriegst es hin. Guckst du dich jetzt mal mit einer Runde um. Ja. Kannst auch reden. Mach ich. So. Gut gemacht. Ja. Kamera sagt ja. Ich zähle jetzt runter und du, was es machen muss, ne? Du runter, ich hoch. 3, 2, oh, das kann nichts werden. Joni, Nobby, wenn ihr das guckt, ne? Tut mir leid. Versucht das Beste rauszumachen, okay? 3, 2, 1, go. Aber, oh. Das hättet ihr nicht sehen. So. Du musst zählen, so. Nee, ich hab okay, so. 3, 2, 1. Oh, ja. Das ist gut, ne? Wenn wir es dann noch richtig rumhätten, geht's auch an. Ja, geil. Ja, das will ich doch haben! Ich würde sagen, wir machen mal an. Du hast den Schlüssel. Nee, du hast ihn jetzt. Nein, du hast ihn. Ehrlich? Das geht bei dir ganz schnell immer. Schlüssel, Hosentasche, das ist wie Bermuda-Dreieck. Ich frage erst nachher wieder, wenn du gehst. Eieieiei. Ach so läuft der Hase. Okay. Boah, ich war schocken. Aber es passte irgendwie auch gar nicht zum Sound, weil man dachte nein, vom Geräusch, ja, da, der fährt gerade und auf einmal... Hui. Aber Drehmoment ist ja direkt. Boah. Du hörst auch genau den Übergang, wo der in den Kompressor reingeht. Na, guck mal, wenn du jetzt so fährst. Kompressor jetzt, ja, oder? Ich glaube, den kannst du gar nicht querfahren. Weiter geht's mit unserem Unboxing-Video. Yes. Also, wir haben einmal... Dazu kann man noch erwähnen, du hörst beim M2 eigentlich in der Serie gar nichts. Ne? Ansaugbecken? Ja, nee. Weil... Ja, das war... Hast du mich hier verarscht. Mhm. Dickes Arschloch. Und unser schickes Rohr. Kennst du das Gefühl, wenn du einen Karton auspackst und du willst einfach noch was drin ist? Ja, genau. Und du sagst, das kann doch nicht sein. Aha. Da muss doch mehr sein. Yeah, baby. So, pass gut. Anleitung. Alok. Ey, haben wir einen richtig krassen Magneten hier irgendwo? Keine Ahnung. Komm, das gehen wir zum Himmel, das ist eine Strafe. Ich will aber hier jetzt quer raus. Mann. Mann, das geht doch nicht so. Leute. Oh. Elegant, Herr Krämer. Elegant, elegant. Das Eis. Ich lade das mal voll rein, guck, was passiert. Wir stehen. Stehen nur noch. Das heckangetriebene Antriebskonzept ist natürlich sehr geil. Muss man überlegen, wir waren im dritten Gang gerade Drehzahlbegrenzer. Das sind 130 km/h ungefähr Radgeschwindigkeit. Und wir sind genau 7 km/h gefahren. Wie ihr wisst, ist die S-Klasse ja jetzt low. Man sagt auch gerne low as fuck. Habe ich ja mal gesagt, das muss Bossnigger sein. Wisst ihr, wie ein Bossnigger aussieht?
Yeah. Shit. Das ist ein Boss, Digga. So. Dann. Ist das ein Teil, wo ich nicht weiß, wo es hingehört? Nee, es müsste die dritte Bremse sein, das ist Heckdiffusor. Was müsste Abteilung Arsch sein hier? Ich bin ein Model. Aha. So, heute geht's um den C63 AMG. Hallo erstmal. Hi. Ich habe gerade gemerkt, ich habe angefangen wie so ein YouTuber. Hey, heute geht's um den. Interessiert mich überhaupt nicht. Man reiche mir den Gurt. Es geht weiter mit unserem M2, mit unserem Track. Tool. Okay. Ich hab's nicht ganz verstanden. Nein, halt's Maul. Das heißt, diesmal wollen wir nicht einfach nur bei uns Driften quer machen, tun, Autobahn, Abfahrt, rauf und runterpeitschen, bis der Jonas kotzt. Sondern wir wollen Runden fahren, dass er dort kotzt. Ja. Vielleicht kannst du ja auch mal eine Runde fahren dann. Ja, gerne. Dann schepper ich richtig hier Leitplanke an. Boah, das wäre nicht gut. Nein. Nein, aber ich bin auch der Meinung. Kann man Controller ans Lenkrad anschließen? Hört sich metallisch an, ne? Nee. So kontrolliere ich immer, ob noch was drin ist. Obwohl er vorne fast immer noch zu tief ist. Das sehe ich auch? Ja, ja. Vorne ist ein bisschen krass. Ein bisschen zu keilig. Und wir haben vorne jetzt schon 4 cm Restgewinde. Oh! Feinigt mich. Beschimpft mich. Rutsch. Er war aber nicht ganz drin und ich pack so an, rüttel. Und dann die ganze Vorspannung der Feder wichst oben Richtung Rahmen. Und dann war da mein Finger zwischen. Das habe ich schon dreimal aufgestochen, kam jedes Mal Blut, aber irgendwie tut es immer noch wie so. Yes. Yes. Disgusting. Ist gut. Alter auch oder ohne Alter? Nee, Alter. Alter kommt noch. Nee, glaub ich. Alter muss jetzt entwickeln, nimm das Reifen. Ja. Das ist ein Reifeprozess. Ja, noch, ja. Dann machen wir das doch. Hallo Claire. Was hast du denn hier gemacht? 600 Meter halb rechts abbiegen auf die B236. Ist aber keine Jutta, ne? Keine Jutta. Das ist so eine. Ulla. Ja, das ist. Sabine. Sabine, Mäuschen! Sind das meine Pringles? Das sind doch meine Pringles-Reste. Ich dachte, du machst Diät. Mach ich auch. Das war nicht meine. Ah, das sind also nicht deine. Nein. Willkommen auf der nicht. AIDA. Ihrem Traumschiff. So. Temperaturtechnisch sind wir noch nicht hier wirklich an Bord. Oh, wir haben Besucher hier. Hallo, hallo. Krämer, wissen Sie, wo die Spuren hier auf dem Boden herkommen? Nicht von mir. Okay, dann können Sie weiterfahren. Mache ich, danke. Aber die waren wirklich nicht von mir. Nee, die sind wirklich nicht von mir. Stimmt. Vor unserer Firma hat es gerade gebumst. Die habe ich gesehen. Boost hat's gemacht. Was ist das denn, Alter? Also wir haben bei 170 vollen Wheelspin und der Krämer hat abgebrochen. Du findest das lustig, ne? Das ist widerlich, ey. Hast du es gemerkt, wie der versucht? Die ganze Zeit. Das sind so durchdrehende Räder wie ein Golf GTI, nass im Regen. Im ersten hat der hier bei 170. Das geht einfach gar nicht. Das Schalten bringt gar nichts. Ja, obenrum muss hier die Hölle abgehen. An was tüftelt Opeländer rum? Das Screamer-Modell. So wie ich dich kenne, springst du aber von hier oben direkt unten ins Becken rein. Ist ein sehr einfacher Weg. Ja. Also für meine Taktik wäre, man nimmt den Hügel da hinten, ne, bouncen einmal hier so drauf und dann springen wir einfach über die ganze Stange drüber in das Wasser rein. Genau, weil Wasser dämpft ja auch. Richtig. Das ist ja total logisch. Ich habe unser Wohnmobil noch gar nicht gesehen. Ich weiß nur, das ist so eins mit so einer richtig großen Scheibe. Das ist aber auch schon fancy, ne? Oh, nice. Mit Ambilight. Das ist der Vorteil bei den Dingern ist natürlich, dass du zum See auch wirklich relativ schnell hinkommst, ne? Weil so ein Ding hier, der fährt hier mindestens Software drauf gemacht. 170 fährt der. Klar, auf Anschlag. 160, 170. Kann man das Dach ausklappen während der Fahrt, so ein bisschen mehr Anpressdruck um. Bisschen. Kein Problem. Anpressdruck, hast du. Ja. Ist dabei. Traktion, alles da. Darf ich bei der Fahrt schlafen? Nein, eigentlich nicht. Streng genommen nicht, ne? Aber wo kein Pfleger, da kein Richter. Ja. Jetzt kommt hier so ein etwas pikanteres Thema. Genau. Und zwar der Fäkalientank. Also wenn du Fäkalientank. Der Fäkalientank. Dir überlassen, was du damit genau machst, ne? Also viele nutzen dann den. Was soll ich denn solche Dinge austrinken oder was? Nein, aber wir fahren zum Wörthersee. Die Hose vom Wörthersee.
Und weißt du, das ist das Allerbeste an der ganzen Scheiße, mit dem Leutersee jetzt. Einfach so eine Akustik hier drin, ne? Hammer, ne? Wie in so einem Haus. Boah, guck mal, wir fahren im ganzen Haus hier die Straße lang. Lalalala. Das Allerbeste ist, dass wir dort von keiner Polizei nur annähernd penetriert werden können. Nein, gar nicht. Die können uns ansprechen, wir sagen, schönen guten Tag, Herr Wachtmeister. Verpissen Sie sich von der Karre. Weil, Serie. Ich weiß, Big Boss Mobil, aber Serie. Oh, unser Fußbrett ist ja auch noch draußen. Ehrlich? Dieses Ding hier. Aber kein Scheiß. Warte mal, guck mal, Film mal. Ach. Ist weg? Ja, ist weg. Ich habe hier nämlich den Knopf dafür. Ui. Ich habe nämlich die Anleitung gelesen. Sehr gut. Machst ja sonst nicht. Nee, das ist. Wir sind mittlerweile ein paar Kilometer weiter. Wir haben uns gedacht, wollen wir gucken, was der Stuhl fährt. Höchstgeschwindigkeit. Du wirst es merken, wenn ich die fünfte Fahrstufe einlege. Ja, und der Turbo los, Stefan. Und der Turbo los penetriert. Aber hier so ein Kangoo, ne? Den fährst du frühstücken. Zieht da schon rüber. Was gibst du, was tippst du? Ich glaube bei 160, 170 wird er kämpfen. Kann das gehen? Ja. Boah, der hat nichts gebracht. 160. Der Mercedes hinter uns denkt sich, was ist hier los? 100 und... Alter! Ja, fast 170 gleich. Nee, jetzt geht nichts mehr. 170. Ja, ist okay. Ey. 170 im Wohnmobil in so einem Schiff. Zwei Schlafzimmer, Badezimmer, HiFi Entertainment System. Also boxenmäßig müssen wir nachlegen. 3,5 Tonnen. Ja, boxenmäßig, ja, voll. Aber jetzt fahre ich wieder Halbgas mit 155, 160 so. Da ist der Mercedes. Keine Chance. Hier. Nass gemacht. Hier ist mein Business Center. Oh yeah. Ja, ist mein Business Center. Entwickeln Sie Ihre Geschäfte also ab. Genau, locker, locker. Ich habe eigentlich eine Steckdose gefunden. Hast du gefunden? Zum Laden, guck mal. Da liegt mein Handy. Alter. Soll ich mal morgen? Ich habe halt morgen nicht, dass ich nee. Golfcar über den Golfplatz fahre. Helle Claire, eine Runde Golf? Ja, gerne doch. Ja. Können Sie mir das 7. Eisen reichen? Wie ist denn Ihr Handicap, Helle Claire? Ja. Die Audi-Jungs sind wirklich, die haben wirklich nicht mehr alles stramm, ne? Nee. Ab, wir biegen ab. Also ein paar Golfer jagen. Oh, hier ist sogar ein Driving Range, das ist ganz gefährlich. Da kriegst du gerne mal einen auf den Kopf. Ja, die Heizung fällt bei so einem Auto raus, beziehungsweise die Klimaanlage, meine ich. Juckt keinen. Nee. Juckt einen Toten. Aber ich muss ja ehrlich einen Hut ziehen, also designmäßig seid ihr schon richtig abgezockte Hunde, ne? Komm mal hier rüber, wenn du so von hier so guckst. Natürlich ist das null funktional. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Gar keinen Sinn. Aber es ist einfach scheißengeil. Ist halt cool, ja. Es ist halt cool. Ja. Du stehst mit den Leuten von Audi, macht gar keinen Sinn. Und dann sagt der eine, ist aber halt cool, ne? Sieh dir, was ist los hier? Alles easy. Du bist ja hier voll in Action, sag ich dir doch. Das ist für euch, wir haben noch gar nicht Hi gesagt, Alter. Ja. Ist das geil? Das ist der Herr, der den RS6 gemacht hat. Den wir so fett finden. Ja. Alles klar, du hast gesehen, Alter. Was? Der Käppi so. Was geht ab? Was machst du so? Ich bin bei Audi. Und was machst du, Klo sauber? Nein. Komm her, Dr. Crazy. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Alles gut? Hyper, ja. Achselpizza. Achselpizza. Das ist super, ja. Ist das etwa ein Serienfahrzeug? Das ist der Schmale. Das ist der krasseste von den Schmalen. Schüssel, die Leute, ich freue mich so doll, weil die Leute, die sehen so. Guck mal, der Wagen ist breit. Warte mal, das ist. Guck mal, der Räder drin sitzt. Und dann siehst du es auf der Höhe so. Wörthersee ist das Schönste, was es wirklich gibt. Ratatatatat! Absolut der Wahnsinn hier. Fitnessstudio oder was? Erzähl mal, wie viel hast du gedrückt gestern? Gestern? Ja.
Was war doch so ein Rekord jetzt? Maximal 65 Kilo. Ehrlich? Einmal aber, ne? Wurde mir rausgeholfen. Also bei einmal schaffst du aber 65. Ja, einmal kurz knapp. Einmal, ja. Boah, die stellt nicht am liebsten M2s. Aber zwei M2s. Ach ja, da hat's ja schon einen drauf. Natürlich! Ach, scheiße, jetzt hier muss ich. Boah, Messer. Damn. Genau, renn aber gegen die Kamera, gar kein Problem. Ist das am Angeln oder ich was? Ich sag es Ihnen doch, mit Angelschnur, zieh dir das rein. Oh ne, gucken Sie sich das an. Wie fantastisch das geht. Gucken Sie hier. Herr Peters, schauen Sie hier. Folie nicht beschädigt. Schauen Sie. Gleich fällt er. Noch hält er. Hast du das gehört? Ah, das ist vom Date. Den denn her? Den habe ich vom Date. Geil. Hält er oder fällt er? So, guck mal. Gucken Sie hier. Nee, schauen Sie an. Bin Sie bereit? Schauen Sie hier. Mit Patex angeklebt, oder? Ja, Mann. Ja, also für alle, die diesen neuen Spoiler hinten brauchen und M2 an der Straße sind. Ja, einfach mal ein bisschen. Zufällig eine Angel dabei haben. Können Sie einfach mal einen mitnehmen für unterwegs. Genau. Zum Knabbern. Man weiß ja nie. Zum Spaß haben. Also liegt der an außen oder ist der ein Stück? Nee. Da ist eine Spalte zwischen. Guter Spalte. Er hat Spalte gesagt. Einfach so? Einfach so. Geht noch wie kacken? Stimmt, wir können schnell gucken, ob irgendwie kacken geht. Ja, 14:30. Dachte schon. Nee, er springt mir Recki oben, deswegen. Ah. Nee, weil Nobby eigentlich immer bis 10:30 auf den Punkt genau scheißen geht. Wir wollten nicht im Flur. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er jetzt kommt. Nee, machen. Ja, Recki geht gerade, was? Guck mal. Nobby! Guck mal auf die Uhr! Wir haben eigentlich auf dich gewartet! Aber er wusste genau, was ich meine. Er sieht mich so und macht so. Motherfuck. Heute nicht, oder was? Kein Baulalarm heute? Ja. Boah. Ich glaube, wir können sogar noch mehr Autos reinbringen. Weil ich habe das. Ich hab das ja nie mit Licht wirklich groß gesehen, wenn man das hier so sieht mit Licht. Kannst du auch driften. Ja, das wird eng, aber so. Oh, der Rocker kommt. Oh. Geht's hier runter? Das war wirklich nicht geplant. Ich dachte, du willst nur drehen. Was? Oh, Scheiße. Ey, der hat so schlecht gebremst, weil der Schotter da war. Das war jetzt wirklich nicht geplant. Warte, lass mal die Legria reinbremsen. Alter, ich dachte, du willst... Oh, warte mal, irgendwas schon wieder kaputt ist. Das kann doch nicht sein, dass dieses Auto schon wieder kaputt ist. Hä? Aber was denn? Weiß ich auch nicht, der rollt nicht mehr. Rollt doch. Ey, die Tür! Die Tür! Der rollt doch. Ehrlich? Ja, nicht? Schlecht. Sind wir auf der Straße? Dann kommen wir wieder hoch. Ja, wir fahren da nochmal hoch, ne? Diesen Haufen da jetzt. Okay. Ich stell mich schon mal dahin, ne? Ja. Aber müsste auf jeden Fall auch irgendwann anfangen zu riechen, weil wenn irgendwas blockiert, genau, entsteht ja auch Hitze. Ja. Das heißt, gleich brennt das Auto. Es rubbelt sich einfach frei. Das muss so sein. Jetzt rieche ich es auch. Leicht. Ah doch, schon. Haben wir Wasser damit? Ja. Oh, jetzt brennt es. Oh ja, jetzt rieche ich es auch. Oh ja. Vorne oder hinten? Ich glaube hinten. Ja, wir gucken mal eben, wo das hier am Kokeln ist. Schnell lokalisiert. Ja, dieses! Hoppala! Und warum? Den Sound am Sprung ist ein Kurzmittel festgenommen. Ist ja normal. Also. Wir sprechen hier von italienischer Wertarbeit. Jetzt muss qualmen. Natürlich muss das qualmen. Ich will nicht mehr so schnell fahren. Bremst du aber auch noch? Ja, bremst du. Zieht ein bisschen zur Seite beim Bremsen. Das ist extra so für Rennstrecke konzipiert. Das ist ein Rennstreckenbremsen. Vorne positiv, hinten negativ Sturz. Das hebt sich auch gegenseitig. Nur der ist nur Radlager, ne? Ja, oder der Hocker. Ja, das ist schon okay so. Ja, das ist schon okay so. Wir ziehen eine leichte Rauchwolke hinterher.
aber ganz ehrlich. Das war eine der ersten Kurven, die ich damals schnell gefahren bin in meinem Leben. Das ist. Man kann Musik machen, so, guck mal. Das ist der Lenkanschlagsbegrenzer. Hinterachse. Richtig. Die lenkt mit, weil die ist aktiv. Ich mach mal meinen Außenspiegel abfahren. Ey, ist mir passiert auf der. Oh shit! Guck mal, wie stabil das Scheißding ist! Guck mal! Shit! Guck das mal an! Das ist für Italien, das ist für den römischen Verkehr gebaut, weil du in Rom eh die ganze Zeit so fährst. Der Spiegel, guck dir den Spiegel an! Ja. Wenn die Pferdekarren dir entgegenkommen, das ist extra dafür gebaut. Ist das hier die Schaltzentrale? Was denn? Laber keine Scheiße! Was? Laber keine Scheiße! Alter! Und das Scheißchen geht sogar noch! Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das war das letzte Mal. Oh, das haben wir noch herausgefunden. Ist das doch. Nee, jetzt geht's wieder. Oh, Kurve. Siehst du, das ist zum Driften, diese Bremse. Da könnt ihr auch hier rechts runterfahren, glaube ich. Ein bisschen trieb, ey. Oh, der hat aber einen Abflug gemacht, ey. Oh, wenn ich da runtergesprungen wäre, das wäre die Hose gegangen. Oder geht das? Nee, der ist nicht hoch. Du hängst dich da so krank auf. Bin ich nicht. Oh, aber nur links. Nur wenn ich anfahre. Ne? Oder wenn ich hier schnell genug runterspringe. Meinen Sie, das geht? Es würde gehen, ja. Aber ob du heile hier rauskommst. Stimmt, da komme ich gar nicht mehr hoch, ne? Kannst du da hinten die fette Rampe nehmen und dann einmal über den Zaun springen? Über den Zaun springen? Guter Punkt. Ja. Dann bist du wieder. Ah, nee, da ist gar kein Zaun. Nee. Du kannst wieder hochdüsen. Da komme ich nicht hoch. Man unterschätzt das, ne? Oder hier runterspringen? Das sieht auf jeden Fall super aus. Ah. Wo sind wir denn hier gelandet? Der Baum hat Blattläuse. Tschüss, Baum. Guck mal, da links ist auch so eine Beton. Warte mal, Bordstein hinten. Wo? Was? Ah, nee. Nee, hier. Ups. Ja, das ist okay. Es passt schon. Was, wenn man da hochfährt? Das ist doch ein Offroad-Park hier. Ah, nee, das sind Gleise. Sprich. So, Nobby. Da rechts so ein Betonding, ne? Wo? Da, ja, da, da, da. Oh, shit. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, nee. Oh. Ich hab gedacht, das ist da schon, aber ich hab nicht gedacht, dass es da noch so weit im Weg ist, dass wir da wirklich einmal hinbleiben. Das ist da komplett hingewiesen. Ich wundere mich gar nicht, ob ich kein Gas geben kann. Oder nicht kuppeln, kuppeln kann. Weil, weil eine Volvic-Flasche unterm Sitz ist. Unter dem Ding. Sollen wir von da selbst oben? Dieses Dach ist dafür vorbereitet, dass da nichts passieren kann. Hallo Olli! Ich komme runter. Oder soll ich hochkommen? Komm hoch. Hallo! Hallo! Das Auto ist auf jeden Fall zu stabil. Sehr stabil. Was Steinprofil? Diesmal war es großer Stein. Eigentlich ist schon schade, das ist schon ein treues Auto. Oh. Ups. Ich glaube, Radioempfang ist jetzt schlecht. Hm. Guck mal, warum denn hier in dem Gelb doch? Ja, mit dir in der Nacht auch was am Sehen bis. Die anderen brauchen aber kein Gelb. Warte hier los. Warte mal hier, warte. Ah. Gudard, komm mal ran jetzt hier, subbel nicht. Ich kann mir drunter schreiben, wie schlimm ihr es fändet, wenn wir nicht mehr jeden Tag ein Video machen. Ist alles so, gar nicht. Mir doch egal. Du hast die organischen Belag schon durchgenommen? Ja. Was machst du denn, Junge? Weiß ich auch nicht. Ein paar heimliche Videos schon gesehen, ne?
Das sieht ja nicht alles. Das war schon so. Genau, das habe ich so gekauft. Es fehlt schon was. Also ich will ja auch starten, Marco, ne? Und du weißt, wie ich starte. Vollgas. Ich starte wie ein Pissmann. Oh, kennst du das, wenn du an so einer Glasscheibe vorbeigehst und du weißt nicht, wie nah die ist? Ich wollte gerade schon so ganz peinlich so... Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Ich werde die jetzt so zerstören. Ich finde auch gut, dass ich das hier im Büro mache. Das ist die richtige Herangehensweise. Ja, also auf jeden Fall. Da kann überhaupt nichts passieren. Und wir haben sogar noch zwei extra Akkus. Ja, geil, ne? Geil, Alter. Hat schon was Perverses, wenn du das so durchschiebst. So, hast du ganz gut gemacht, Daniel. Fürs erste Video ein bisschen durcheinander, ein bisschen Kauderwelsch, einmal Ton weg. Nächstes Mal wird besser. Versprochen? Versprochen. Sag tschüss. Ciao. Tschüss. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy.